estem aquí avui per presentar la primera novel·la de la Sasha Mariana Salzman, que ha sortit traduïda alhora en castellà i català, en castellà a Seix Barral, en català a Bromera. La primera pregunta, com que la Sasha eh, ja ha estat a Barcelona amb una obra de teatre, que es deia Llengua Materna, Mame Lotion, que es va fer a la Sala Beckett amb un semimuntatge del Thomas eh, Zauertek, el 2017 i que va tenir una molt bona acollida del públic. Doncs en aquesta obra amb Amel lotion tu ja treballaves a partir de tres generacions que eren de dones de dones jueves uh que tenien una relació evident amb el passat més recent d'Alemanya i també amb les de la RDA. Uh, i ara, en aquesta obra que avui presentem, uh, fora de sí, uh, tornes a recorren al tema generacional. Què tindries a dir uh, al voltant d'això? no? Si la família és el lloc on les grans qüestions s'han de plantejar. Ehm, ich glaube, dass Kunst immer über persönliche Geschichten erzählt. Sonst wär es ein Geschichtsbuch. Oder sonst wären es die Tagesnachrichten. Ich glaube, dass ähm, das Politische wie das Dramatische immer im, im Leben eines Subjekts zu finden ist. Mir geht es gar nicht so sehr um Verflechtungen einer Familie, weil Familie kann man auch unterschiedlich verstehen. Es gibt eine Wahlfamilie, es gibt Familien über Generationen, über Kontinente hinweg, es gibt ähm, sehr kleine Familien von Mutter, Vater, Kind. Das ist Interpretationssache. Ich glaube, was mich wirklich interessiert ist, ich wollte. Transition unserer Zeiten verstehen und das ging für mich nur durch Körper, die durch diese Transition gehen. Und deswegen nahm ich mir 100 Jahre, die letzten 100 Jahre, von Anfang des 20. Jahrhunderts bis Anfang des 21., weil ich finde, ganz vieles von dem, was da passiert ist, ist viel besprochen, aber noch nicht verstanden. Und ich glaube, wir verstehen mehr, wenn wir uns einzelne Schicksale anschauen, viel besser, als wenn wir das als Konzepte begreifen. A la teva obra de teatre, Mammal Ocean, eh, tu mateixa has, has parlat d'una figura, que és la Lynn Yaldati, eh, que era una cantant de cabaret i també una militant eh, comunista, no? que et va servir eh, per inspirar-te en el personatge de l'àvia. A més a més, eh, aquesta dona es veu que també va ser una sobrevivent de l'extermini. En aquesta obra d'ara, és a dir, la teva novel·la, Fora de Sí, eh, uh, sembla que tornis a recórrer una figura femenina no? que ha existit, una dona, uh, que és la Glaia Veterani, que seria una escriptora romanesa, d'origen romanès, però que escrivia en alemany, com tu mateixa, també migrant, no? com tu, i amb aquest gest no? d'utilitzar aquestes dues dones per a aquestes dues obres, em recordes una mica el pensament de Walter Benjamin, no? que del que es tractaria una mica és de buscar dins de la història, dins del relat dels vencedors de la història, aquests personatges no, que segurament el relat se'l deixar de banda, no? el relat dels vencedors. Potser m'agradaria que parlessis una mica sobre, sobre aquest fet de reprendre aquestes, aquestes dones en aquestes dues obres. Das ist mir unbedingt wichtig, denen eine Stimme zu geben und eine Sichtbarkeit zu geben, von denen ich glaube, dass Ich auf ihrem Schoß aufgewachsen bin und die Tatsache, dass ich sprechen darf, dass ich ein Mikrofon in der Hand haben darf, auf ihren Kämpfen beruht. Und niemand spricht über sie. Und sie geraten in Vergessenheit. Zum Teil, weil sie Frauen waren, zum Teil, weil sie Kommunistinnen waren oder Zirkusartistinnen oder hatten nicht die richtigen Verlage oder nicht die richtige Lobby. Es gab in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten genug Gründe zu verschwinden. Und es gibt ein bestimmtes Narrativ, das geblieben ist. Und dieses Narrativ ist kanonisiert und denkbar langweilig, wir alle kennen es. Ich bin in meinem Werdegang vor allem als junger Mensch, nicht nur als Autorin, mit Büchern aufgewachsen, die mir Kraft gegeben haben, weil sie mir diese alternativen Geschichten erzählt haben. Natürlich ist Judith Butler eine von denen, natürlich ist Aglai Veterani eine von ihnen. Und als ich über Linja Dati's Leben gelesen habe, habe ich mehr verstanden als im Geschichtsunterricht in der Schule. Und ich schreibe diese wunderbaren Menschen in meine Arbeit rein. Ich möchte natürlich die porträtieren. Es macht auch Spaß, Leute zu porträtieren, die ein Vorbild sind. Aber sie geben mir auch nach wie vor Kraft, weil ich weiß, dass sie da sind. Ich habe das Gefühl, ich schreibe in einen Raum rein, wo ihre Bilder an den Wänden hängen. Und dass es sie gegeben hat, gibt mir Kraft. Und dass ich sie weitertragen darf und ihren Namen weitertragen darf, äh, empfinde ich als Ehre und einen großen Spaß gleichzeitig. Quan llegeixo la teva novel·la tinc la sensació que el marge de llibertat que tens tu, no? Eh, o si més no, que té el personatge, no? per eh, modelar, per treballar la seva identitat de gènere, és molt més gran que no pas per modelar, no, i per canviar una mica o intentar canviar o construir també la seva identitat, eh, com a jueva, no? Les, la seva no. judeïtat. no? Has arribat a pensar en, en els espais que tu podries disposar per modelar aquesta identitat jueva teva o la vius d'una manera com un fat, simplement. Da wo ich herkomme, uh, ist Jude sein eine Zuschreibung. Es ist selten etwas, was man sich nimmt und sagt, ich bin Jude und das bedeutet das und das und das. Es ist meistens als Verteidigungsstrategie gemeint. Ähm, meistens erfährt man, dass man Jude ist als Beschimpfung, ähm, als Begrenzung der Möglichkeiten und ähm, sogar die gute andere Jüdin ist ja immer noch etwas, was anormal ist. Ähm, und ich fand es immer sehr schwierig, eine positive jüdische Identität zu definieren. Ich fand es in meiner Arbeit mit Max Scholleck zusammen in Berlin in dem Desintegrationskongress und den radikalen jüdischen Kulturtagen. Max und ich äh, haben uns lange darüber unterhalten, wie können wir aufhören, über Antisemitismus, Shoah, Israel zu sprechen und darüber zu sprechen, was wir sind und nicht, was wir versuchen zu sein, während die anderen versuchen, uns auszuradieren. Und es hat ganz viel mit, äh, mit Kultur zu tun. Und ganz viel mit Witzensprache Sprache, Musik und äh, einem relativ offensiven Auftreten. Also mit sichtbaren Davidsternen, mit einer Kippa auf jedem Hinterkopf, egal welches Geschlecht. Auf viel feiern tatsächlich, weil ich glaube, dass Feiern und Bräuche sehr viel die Kultur transferieren, die immer beschnitten wird und so nicht sichtbar wird. Alle möglichen säkularen Hanukkah feiern. Ähm, und ich finde, dass ähm, in der Zeit, in der wir heute leben, es schwieriger wird, es wird sukzessive schwieriger, Judentum freizudenken, weil man wieder zurückgedrängt wird in diese alten Muster und Klischees. Trotzdem glaube ich, je mehr wir feiern, desto mehr haben wir eine Chance zu bleiben.